Frau Präsidentin, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in Berlin interessiert man sich für Stuttgart und vor allen Dingen aber für dieses Land. Ich glaube, Sie haben überhaupt nicht begriffen, dass wir es mit einem neuen Zeitgeist zu tun haben. Ich will Ihnen auch beschreiben, woran das liegt, woran man das messen kann. Ich glaube, Sie haben eins nicht gemerkt, die Bevölkerung wird täglich unzufriedener. Ich sage gar nicht, dass die dadurch so wird, wie ich sie mir vorstelle, oder so wird, wie Sie sie sich vorstellen, oder so. Nein, 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 nein. Nein, nein, es ist viel schlimmer. Es könnten unbeherrschbare Prozesse in Erscheinung treten. Meinen Sie? Sie haben keine Ahnung von mir. Sie quatschen nur dummes Zeug, wenn ich Ihnen das mal ganz deutlich sagen darf. Ganz deutlich sagen darf. Es geht um was ganz anderes. Zeit ist reif, wo wir etwas ändern müssen. Es geht nicht mehr, dass Sie einmal in der Bundestagswahl sich wählen lassen und dann 4 Jahre die Bevölkerung nicht befragen. Die Zeit ist reif für Volksentscheide. Geben Sie sich einen Ruck. Wir brauchen eine attraktivere Demokratie. Genau dafür streiten wir. Prozesse in Erscheinung treten. Meinen Sie? Sie haben keine Ahnung von mir, Sie quatschen nur dummes Zeug, wenn ich Ihnen das mal ganz deutlich sagen darf. Ganz deutlich sagen darf. Es geht um was ganz anderes. Frau Präsidentin, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in Berlin interessiert man sich für Stuttgart und vor allen Dingen aber für dieses Land. Ich glaube, Sie haben überhaupt nicht begriffen, dass wir es mit einem neuen Zeitgeist zu tun haben. Ich will Ihnen auch beschreiben, woran das liegt, woran man das messen kann. Ich glaube, Sie haben eins nicht gemerkt, die Bevölkerung wird täglich unzufriedener. Ich sage gar nicht, dass die dadurch so wird, wie ich sie mir vorstelle, oder so wird, wie Sie sie sich vorstellen, oder so. Nein, 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 nein. Nein, nein, es ist viel schlimmer. Es könnten unbeherrschbare Prozesse in Erscheinung treten. Meinen Sie? Sie haben keine Ahnung von mir. Sie quatschen nur dummes Zeug, wenn ich Ihnen das mal ganz deutlich sagen darf. Ganz deutlich sagen darf. Es geht um was ganz anderes. Zeit ist reif, wo wir etwas ändern müssen. Es geht nicht mehr, dass Sie einmal in der Bundestagswahl sich wählen lassen und dann 4 Jahre die Bevölkerung nicht befragen. Die Zeit ist reif für Volksentscheide. Geben Sie sich einen Ruck. Wir brauchen eine attraktivere Demokratie. Genau dafür streiten wir. Prozesse in Erscheinung treten. Meinen Sie? Sie haben keine Ahnung von mir. Sie quatschen nur dummes Zeug, wenn ich Ihnen das mal ganz deutlich sagen darf. Ganz deutlich sagen darf. Es geht um was ganz anderes.